Hi, meine Lieben, ich bin's. Ja, heute ist Freitag und heute gibt es mal ein spezielles Video. Und zwar, dieses Video ist sozusagen für euch da draußen. Es ist in gewissem Sinne, ja, ein kleiner Shoutout, sag ich mal, speziell für alle, die ich auch so auf Facebook halt kenne. Und ja. Die Idee dazu habe ich auch von jemandem, der bei Facebook mit mir befreundet ist, bekommen. Und ich sollte einfach mal so als Idee quasi so einen Gruß schicken an alle meine Mit-Sailor Moon-Fans, die ich so bei Sailor Moon bei Facebook kenne. Und ich habe gedacht, ja, das kann ich eigentlich auch gerne mal machen. Gleich zu Beginn, wenn ich jemanden von euch jetzt nicht namentlich erwähne, oder wenn ihr meint, ich habe jemanden übersehen, das ist keine böse Absicht. Dann liegt das einfach an meiner eigenen Verpeiltheit und meiner eigenen Schusseligkeit. Dass ich so drauf bin, wisst ihr ja, wenn ihr meine Videos guckt. Und das ist keine böse Absicht. Und auch die Reihenfolge, in der ich euch jetzt irgendwie vielleicht nenne, ist keine Wertung oder so, sondern ihr seid alle auf dem gleichen Level. Also macht euch da bitte keine Sorgen und schickt mir dann keine bösen Kommentare nach dem Motto so, nee, warum hast du mich nicht genannt? Das ist keine böse Absicht. Dann habe ich es einfach verpeilt und verschlammt und ja, hatet mich nicht dafür. Okay, ja, ich fange einfach mal an und ich werde einfach mal zu jedem ein bisschen was sagen, wo mir halt was einfällt. Als erstes, ja, einen lieben Gruß an die gute Natascha, auch so known as Spectra. Ja, Sailor Moon Fan, Monster High Fan, super toll. Ich finde es super schön, dich zu kennen und dass wir uns über YouTube und auch Facebook austauschen, finde ich echt klasse. Dann an unsere Lieblingsleseratte Curry, du bist klasse. Die gute Lelilabelli, ich habe erst kürzlich angefangen, quasi mal rückwirkend alle deine Videos zu gucken. Toll, echt toll. Ich mag deine Stimme vor allen Dingen. Dann, ja, einen lieben, lieben Gruß an den guten Adrian, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, aufzupassen, dass ich mich anständig benehme auf Facebook und auf YouTube. Ich weiß, es ist in den seltensten Fällen von Erfolg gekrönt, aber vielen Dank für deinen Einsatz und du bist sehr entschlossen. Danke dafür. Einen Gruß an die liebe Sabine, die auch wunderbares Cosplay macht. An Daniela, an Jasmin, an Sylvie, an Benjamin, der mir die Idee für dieses Video gegeben hat. An den lieben Andreas. Zu dir, ich bin immer wahnsinnig beeindruckt, also mit welcher Eloquenz du deine Kommentare unter meinen YouTube-Videos verfasst. Also Wahnsinn, Respekt. Ich freue mich jedes Mal, die zu lesen, vor allen Dingen, weil die so ausführlich sind. Also vielen lieben Dank dafür. An Nadine Nummer 1 und Nadine Nummer 2 und speziell an ja, die Nadine weiß, wer gemeint ist. Ich hoffe, wir chatten demnächst endlich mal wieder zusammen. Und ja, einen ganz, ganz lieben Gruß geht an die gute Moose Cassis, die mich vor ein paar Tagen auch noch um einen Gefallen gebeten hat, den ich ihr gerne erfüllen möchte. Und zwar ist sie Französischlehrerin und sehr engagiert und hat mich gebeten, quasi mal ein bisschen ihre Facebook-Seite als Französischlehrerin zu promoten. Also, wenn ihr Interesse an Französischlernen habt, ich habe euch den Link in die Videobeschreibung gepackt. Also schaut unbedingt dann mal bei ihr vorbei auf Facebook. Also ich bin sicher, sie freut sich wahnsinnig über ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und ja, ich hoffe, ich habe dir deinen Wunsch damit erfüllen können. Ansonsten liebe, liebe Grüße an den lieben Holger. Du weißt, wer du bist. Ich finde, wir könnten ruhig öfters auch mal wieder chatten. In letzter Zeit bin ich auch irgendwie so selten dazu gekommen, aber viele liebe Grüße an dich. Liebe Grüße an den guten Björn, der mittlerweile in meiner ehemaligen Heimatstadt wohnt, was ich auch sehr cool finde. Einen ganz, ganz lieben Gruß an zwei liebe Freunde von meinem Schatz und mir, an Andi und Uli. Ich hoffe, es dauert dieses Mal nicht wieder so lange, bis wir uns wieder mal sehen.
Und ich hoffe, dass wir noch ein bisschen eine Ewigkeit miteinander chatten und Nachrichten schreiben. Und ein ganz, ganz besonderer Gruß auch an zwei liebe Freunde von uns, die wir auch schon Ewigkeiten kennen, an Elliot und Joma. Ich hoffe, wir sehen uns auch irgendwann mal in nicht allzu ferner Zukunft mal wieder. Ich weiß, dass das mit der räumlichen Entfernung ist, das alles ist ein bisschen schwierig mittlerweile, aber ich hoffe, dass wir das irgendwann auch mal wieder hinkriegen. Und ja, zu guter Letzt auch nochmal einen Gruß an noch drei spezielle Leute von YouTube auch. Einmal an den guten Okawa, einmal an den guten Onkel Dave und einmal an die wahnsinnig liebe Cure Mermaid. Vielen, vielen Dank immer für eure Kommentare und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal auf irgendeiner Convention oder wo auch immer sehen. Also da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und ja, wie gesagt, jeden, den ich jetzt nicht namentlich erwähnt habe, seid mir nicht böse, aber fühlt euch genauso angesprochen. Ich fand dieses eigentlich eine schöne Idee und was ich einfach nur zum Abschluss mal sagen wollte, ist, ihr seid eine super tolle Community. Also als ich quasi mit YouTube angefangen habe, hätte ich nie gedacht, dass es wirklich so viele Leute geben würde, die sich für das interessieren, was ich hier mache, weil ich mache ja nichts Besonderes. Ich sitze im Grunde nur hier vor der Kamera und rede im Grunde über meine Hobbys oder über gewisse Sachen, die mich halt mal beschäftigen oder aufregen. Und hätte nie gedacht, dass das wirklich jemand interessieren könnte. Und umso mehr bin ich immer noch geflasht von so viel Reaktionen, die ich kriege. Und auch, dass wir uns bei Facebook quasi austauschen können, finde ich echt genial. Und auch wenn es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, aber ich hoffe, dass ich viele von euch irgendwann auch mal irgendwie mal persönlich treffen kann. Das wäre super genial. Und ich muss sagen, auch wenn ich mal irgendwie einen schlechten Tag habe, wenn ich morgens schlecht aus dem Bett gekommen bin und denke so, wow, heute kann es irgendwie nicht schön werden, dann gehe ich einfach ins Internet, dann gehe ich auf YouTube oder gehe auf Facebook und lese irgendwas, was jemand geschrieben hat oder jemand von euch gepostet hat und denke sofort so, Mensch, das hebt meine Stimmung dann einfach wieder und ja. Das musste ich einfach mal loswerden. Und Gott, das ist, ich finde es einfach klasse. Also, ich kann nur sagen, vielen lieben Dank, also für eure Unterstützung hier auch. Ja, vielen Dank, dass es euch gefällt, was ich hier mache. Und vielen lieben Dank, dass ich euch alle kennengelernt habe. Das freut mich ehrlich gesagt am meisten. Und ja, ich hoffe, dass das noch am besten Ewigkeiten so weitergeht. Und das wollte ich mal loswerden. Und ja, bevor ich jetzt hier gleich feuchte Augen kriege, was bei mir ziemlich schnell passiert, ja, sage ich einfach mal vielen Dank an euch alle. Ihr seid klasse und ja. Wir machen einfach so weiter wie bisher und bleiben weiter so eine tolle Community, wie wir sind. Und es ist einfach toll, euch zu kennen. Das wollte ich nur mal loswerden. Boah, okay. Gott, jetzt wird es echt langsam. Wenn ich jetzt Mascara hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich so machen. Und ja, das war es einfach, was ich mal loswerden wollte. Also ein Shoutout an euch da draußen. Fühlt euch gedrückt, umarmt, geknuddelt, was auch immer. Habt noch einen schönen Freitag, habt ein super schönes Wochenende und ja, ihr wisst ja, ihr findet mich auf YouTube und auf Facebook, alles unten in der Videobeschreibung wie immer und wir sehen uns nächste Woche wieder dann mit neuen Videos von mir, mit neuen Verrücktheiten. Bis dahin, alles Gute, ihr Lieben. Ihr seid die Besten, die Allerbesten. Bis dann.